wie man auf der Scheibe sieht oder auch nicht, sind ein paar Tropfen drauf. Und es ist jetzt 16:30. Es fängt an zu regnen. Also der Tag, der so komisch angefangen ist, nach 1,5 Stunden ist das Ganze wieder aufgerissen. Da kam sogar die Sonne raus. Das war richtig schön. Und da war ich am Norris-Bassin, im Porzellan-Bassin. Also im gesamten Norris-Bereich. War richtig, jetzt muss ich mal gucken hier. Ja, war richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ist ganz komisch hier. Jetzt scheint hier wieder ein bisschen die Sonne. Aber guckt euch den Himmel an. Also das ist jetzt richtig zugezogen. Ne? Ja, da war ich im Norris-Bassin. Hat da Spaß gehabt. Ein Blubbern und ein Zischen und ein Röcheln. Da wurde das Wetter nachher richtig toll. Upsala, da wurde das Wetter richtig toll. Und danach bin ich dann zum Grand Canyon des Yellowstone gefahren. Und dann habe ich mich natürlich noch mal wieder hier in diesem Ostbereich des südlichen Loops rumgetrieben und wurde auch gleich wieder belohnt. Zwei Grizzlybären gesehen. Voll geil. Der eine war in der Nähe der Straße und Ranger haben dabei aufgepasst, dass die Leute da nicht durchdrehen, ne? Und dass sie da den Bären zu dicht auf die Fersen rücken. Nicht, dass da wieder was passiert wie mit den Russen, ne? Ja, habe ich zwei Grizzlybären gesehen und beim zweiten Grizzlybären eben gerade noch ein Filmteam vom NDR, NDR 3 getroffen, also vom NDR, vom Norddeutschen Rundfunk, die hier gerade eine Dokumentation drehen, seit 2 Jahren über den Yellowstone Nationalpark, und den einen Grizzly hat er da natürlich auch gefilmt, und er sagte, ja, sag ich ja, davon ist noch ein anderer, da kommen sie wesentlich dichter ran. Da sagte er, das Problem ist nicht, dicht rankommen, das habe ich nachher in seinem LCD-Monitor, den er weggeklappt hat. Er hat ja den elektronischen benutzt. Habe ich gesehen, wie dicht er die ranholen kann. Ne? Unglaublich. Ich zeige mal das Bild von dem Grizzly, den ich mit Max Zoom gemacht habe. Und den hat er richtig, richtig scharf drauf gehabt. Ne? Aber solche Tüte von Arizona, das sind ja Kinosysteme, mit denen die hier rumrennen. Ne? Schaffen Full HD bei 200. Also er filmte jetzt mit Full HD 25 Bilder pro Sekunde und sagt aber, die Kamera kann auch bis 200 Bilder pro Sekunde. Wird gespeichert auf so Spezialkarten, so eine Art Flashkarten. Ne? Die ist Gigabyte voll gerammelt mit diesen Flashkarten und somit getaped wird gar nicht mehr. Oder ich dachte, es ist vielleicht eine Festplatte eingebaut. Nein, nein. Das sind alles Flash-Speichermedien mittlerweile in den Dingern. Hochmoderner Kram und wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Eine riesen Objektivtüte hatte der da dran. Und da war er dann, ich weiß, ich hab nur nicht nach dem Namen gefragt, der Filmer war dann mit so einem, nehme ich an, das war wohl ein Hiwi, der durfte immer das sauschwere Objekt, nicht Objektiv, Stativ. Die haben dann ein Stativ dabei gehabt. Schön groß aus Jedig. Also Monster, ne? Also Monster, kannst du auch drauf stellen, ne? Ja, aber die Kamera ist ja nun auch, die wiegt ja nun auch ein bisschen was, das ist ein riesen Monster. Wo die da umgezogen sind, da war er ganz schön am Rumwuchten, der Kameramann. Oder Dokumentar Heini. Jedenfalls sind die ja zu zweit unterwegs, weil alleine schafft er das auch gar nicht mit dem Equipment. Allein schon Stativ und Kamera, das kannst du gar nicht mit einer Person schleppen. So schwer ist der Kram. Ne? Ja, habe ich denen dann auch noch so ein paar Geheimnisse entlockt. Da habe ich gelöchert mit Fragen.
Und war ganz interessant, die Jungs mal bei der Arbeit zu beobachten. Also die kochen auch nur mit Wasser, ne? Ja, und dann war der da am Rumsinieren, von wegen, wie er es jetzt den Schnitt macht. Ja, da ist der Bär dann ein bisschen nach rechts gegangen. Und für den war jetzt nun das Interessante, nicht, dass er dicht dran ist. Sagt er, nichts ist langweiliger als ein Bär, der da im Gras rumwühlt. Sondern da war natürlich auch so ein Dampfpott hier, so ein Geysirpott war da in der Nähe. Jetzt bin ich hier wieder mit Yellowstone Lake, wie man sieht. Ich muss nachher mal irgendwann Pause machen. Ich muss immer dringend pieschen. Ich habe den ganzen Tag noch nicht gepiescht. Ich muss mich mal entwässern. Das habe ich hier auch irgendwo gemacht. Ob ich die Position wiederfinde. Da konnte man sich so schön geschützt entwässern. Ja, konnte ich den super Geheimnis entlocken. War ganz interessant. So, und nun mache ich mich langsam auf den Weg. Nehme an, ich werde jetzt mindestens noch eine Stunde oder noch mehr oder anderthalb Stunden bis zum Ausgang brauchen, wenn nicht noch was dazwischen kommt. Ein Bär oder irgendwas anderes Tolles. Was ich auch gesehen habe, sind, ich weiß nicht, ob, also das waren, glaube ich, paarne Bisons. Aber da bin ich so schnell vorbei, so schnell konnte ich gar nicht anhalten. Und umdrehen wollte ich nun auch nicht, weil hinter mir auch wieder Autos waren. Aber paarne Bisons, diese im Mai? Ich weiß nicht. Aber die waren da jedenfalls am Rammeln, ne, wie die Großen. Ne? Ja, und sonst war wieder gut. Ne? Schöner, also komisch angefangen der Tag, schön geworden. Dann wieder komisch, dann wieder schön. Also es war so ein bisschen durchwachsen. War aber okay. Ne? So, jetzt war ich zum Ausgang, da bin ich wohl um 5 oder sowas. Oder, ne, 5 schaffe ich im Leben nicht. Halb 6. 6 bin ich dann am Ausgang. Und dann will ich dann als erstes erstmal Wäsche waschen. Das alles. Ich habe ja komplett ausgeschenkt, ich habe alles mit, ne? Koffer, alles. Ne? Und dann will ich erstmal meine Dreckswäsche durchorgeln. Und dann will ich zum Hotel fahren und wieder neu einchecken. Bezahlt habe ich ja schon, brauche nur noch einen Schlüssel abholen fürs Zimmer, fertig. Jo. Und dann war es das mit Yellowstone. Habe ich ja 3 Tage Yellowstone gehabt, das war geil. Aber nun wird es auch Zeit, dass ich hier wegkomme, weil das Wetter wird jetzt wirklich dramatisch schlechter. Ne? Also, das ist also schön, ist das ist anders. Ne? Und der Filmer sagte natürlich auch, also die sind natürlich angewiesen, ja, die können auch filmen, wenn es bewölkt ist. Dann sagt er, aber am liebsten will er natürlich Bilder haben, wo der Bär sozusagen in der Sonne steht, im Saft steht. Weil es gibt die schönsten Fotos, also die schönsten Filmbilder, wenn die Sonne eben raus ist, klar. Ne? So wie beim Fotografieren. Ne? Wenn es bedeckt ist, dann sieht das nach nichts aus. Ne? Stimmen die Kontraste nicht und sieht öde aus. Und wenn die Sonne draußen ist, dann ist das Ganze viel farbenfroher und viel schöner, ne? Anzusehen auch. Ja, war wieder ein super Tag, der ist ja noch nicht vorbei, das ist erst 4:30. Aber für mich, ich mache jetzt langsam Schicht im Schacht. Ich muss mich heute Abend auch noch mal ein bisschen gucken. Portland ist ja so mein Ziel, also an die Küste, ist im Pazifik. Aber so viele Tage habe ich ja nur auch nicht mehr. Heute ist Freitag, na okay. Dann habe ich noch morgen Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das sind 4, 6 Tage, naja doch. 6, da habe ich noch genug Tage. Habe ich noch 6 Tage, weil am Freitag muss ich schon wieder im Stratosphäre sein. Ne? Jo, das kriege ich schon irgendwie gebacken. Mal gucken, was ich mir da ausdenke. Auf dem Zettel habe ich noch Craters of the Moon, da war ich nämlich auch noch nie. Das liegt ein bisschen im Süden hier. Also, wenn ich aus Yellowstone rausfahre, dann muss ich wieder ein bisschen in den Süden runterknistern. Wäre eigentlich auf dem Weg zum Pazifik, nicht unbedingt auf dem Weg. Aber wenn ich Zeit habe, warum soll ich das nicht machen? Ne? Mal gucken. Mal gucken. Ich habe da noch mit anderen Leuten gesprochen, die sagten auch so, was hast du denn als nächstes? Ich weiß nicht, Portland vielleicht oder so. Aber so genau weiß ich das noch nicht. Und dann sagten die, ja, Seattle soll ich da auf jeden Fall mit reinnehmen. Seattle ist auch eine schöne Stadt. Muss ich mal gucken, weil ich weiß noch, von vor 2 Jahren bin ich ja auch nach, hatte ich ja so einen ähnlichen Plan. Und also habe ich tot gefahren, ne? Also da bin ich nicht vorangekommen, weil da nur Serpentin rauf und runter, also ich habe da Kilometer, also Meilen habe ich da gerissen wie ein Großer, aber auf der Karte bin ich nicht vorangekommen. Ne? Da bist du ja eine Woche unterwegs, um dann irgendwann mal am Pazifik zu landen, ne? Oder Richtung die Ecke nach Pazifik. Das ist jetzt so angedacht, Portland und dann auf dem Highway Nummer 1, also dem Küstenhighway oder 101 heißt der, 1 oder 101, dann vom Norden runter Richtung San Francisco. Ne? So, das ist jetzt so meine Idee. Ne? Aber so ganz so genau weiß ich das noch nicht so. Und ich glaube, jetzt kommt gleich meine Pinkelecke. Lass mal überlegen. Nee, meine Pinkelecke war da, wo... warte mal. Guck mal raus hier. Na gut, jetzt könnt ihr ja nichts sehen, außer,
außer Bäume, ne? Jetzt seht ihr schon wieder die ganze Zeit meine blöde Hackfresse, ne? Ich halte die Kamera mal raus, wenn ein bisschen freiere Sicht ist. Das ist ja nun sinnlos, was ich hier mache. Ne? Naja gut, das ganze Video sehen ist sinnlos. Aber halt für mein Reisetagebuch, da kann ich diese Videos dabei ganz gut einbauen, so nochmal als kleine Ergänzung. Und auch für mich selbst, was ich denn eigentlich an dem Tag alles gemacht habe. Weil viel vergisst man ja auch. Damals habe ich mir das immer alles aufgeschrieben, aber seitdem ich diese Videos mache, schreibe ich mir das gar nicht mehr auf, weil dann kann ich mich wieder so ein bisschen entsinnen, was war an dem Tag los. Ne? An großen wilden Highlights oder so. Ne? Ja. Ich bin müde. Früh aufgestanden heute. Ja, heute Abend mache ich mal rechtzeitig Bubu. Also da mache ich nicht wieder bis. Gestern ging das auch schon wieder bis 12:30. Ne? Bis ich erstmal fertig bin mit meinem ganzen Krempel. Das dauert immer. Ich lasse mir ja nur böse sein. Achso, übrigens, das Essen, was ich da gestern gegessen habe, ja, das habe ich noch gar nicht berichtet. Hier mein Mikrowellen-Fertigessen. Das war gar nicht so schlecht. Das hat mir richtig gut geschmeckt. Na gut, von der Menge her, okay, hätte mehr sein können. Aber ich fand das eigentlich ganz lecker. Aber ich war schon überlegen, vielleicht hole ich mir das heute nochmal. Also nicht das gleiche, was anderes. Ja, weiß ich nicht, das überlege ich mir nochmal. Ne? Weil die Preise da in ihren Westjahrlustzonen, egal was man da macht, ist alles teuer. Ne? Alles teuer. Und die kochen da ja wirklich auch nur mit Wasser. Ne? Also die machen ja nur auch nichts Spezielles irgendwie, dass man sagt, das ist hier das Edelste. Das ist einfach nur Standardfood, was die da verkaufen. Ne? Aber eben zum doppelten Preis von woanders. Ne? Und in diesem Café, Old Town Café, oder wo ich heute Morgen war, das ging. Da kosten 2 Eier Hash Browns mit 2 Toast $6.25. Das Waffel Pancake Houster, ja, das will gleich $2 mehr haben. Das ist richtig teuer, ne? Also da war ich richtig günstig am Start. Da gehe ich morgen wieder hin zum Frühstücken. Das ist okay, ne? Aber hier in ein Restaurant gehe ich nicht. Ne? Ich habe keinen Bock, da $30 zu bezahlen. Ne? Für Unsinn, ne? Ja, dann kann ich auch zu McD gehen. Ja, McD wäre auch nochmal eine Idee, stimmt. Weiß ich aber noch nicht. Wobei McD, ja. Das könnte ich auch nochmal machen. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Irgendwie Big Mac oder sowas Geiles, ne? Mit Pommes und vielleicht noch ein extra Burger. Mal wieder was Ungesundes, ne? Wobei ich weiß nicht, ob dieser Mikrowellenfraß gestern gesund war. Aber hat geschmeckt. Also das hat mich echt erstaunt. 5 Minuten habe ich da mein... Ja, wo ich den... Dachte, ich tauste mal so ein bisschen an. Ne? Ja, war auch ein bisschen angetaut. Kartoffelpüree war immer noch wie Stein. Und warte mal, jetzt muss ich mal wipen hier. Hier den Regen wegwischen. War immer noch wie Stein. Und dann war dann auf dem Schreiben 5 Minuten bei volle Pulle. Ne? Bei 1100 Watt. Und da habe ich bei 5 Minuten volle Pulle gegeben. Und dann sollte man das alles noch ein bisschen umrühren und tun und machen. Und da habe ich schon gemerkt, die Stampfkartoffel in der Mitte ist immer noch ordentlich Frost. Dann habe ich das alles ein bisschen zerhackt. Und dann hieß das, dann nochmal 2,5 bis 3 Minuten in die Mikrowelle. Und bumm, da war das auch wirklich so fertig. Dann konnte man das gut wegschmacken fassen. Was dann auch so heißt, habe ich mir noch ordentlich den Gaumen verbrannt beim ersten Bissen. Ne? Brandblasen im Maul. Aber ich habe mich gewundert, wie gut das schmeckt. Ne? Also, diese Fertigsachen sind gar nicht so übel, ne? Und so teuer sind sie auch nicht. $4, ne? Also mit den Bananen habe ich bezahlt. Ihr wisst ja, meine Bananen und dieses Fertigessen, was ich geholt habe, habe ich bezahlt an der Kasse, glaube ich, $5.38 oder so. Das geht, ist okay. Ne? Also da habe ich schon für weniger mehr bezahlt, ne? Sagen wir mal so, ne? Ja. Jetzt mähte ich mich hier. Jetzt könnte man da gleich mal rausgucken, seht ihr das? An dem zugefrorenen Yellowstone Lake. Hier sind Toiletten, da gehe ich natürlich nicht rauf, solche Donnerbalken. Ich piesel einfach irgendwo in der Walachei. Nein, ich weiß, wo ich... Oh. Ja, ich weiß, wo ich gepischert habe. Das bringe ich jetzt durcheinander, deswegen finde ich das ja auch nicht. Das war am Lake Tahoe. Hatte ich so eine spezielle Ecke, genau. Das bringe ich jetzt total durcheinander. Mit dem Lake Tahoe, das ist ja schon ewig her. Aber so ewig nur auch nicht, ne? 6 Tage? 5 Tage? 6 Tage, ne? Ne, 5. Ne, 5 oder 6, ist ja egal. Ja, jetzt miete ich mich hier mal schön am Yellowstone Lake vorbei. Suche mir gleich mal irgend so eine Ecke, wo nicht ganz so viele Leute rumwuseln. Zum Pischen. Und so viel ist hier gar nicht im Park los, ne? Also das hält sich alles noch in Grenzen, ne?
also wenn man hier im Juli ist, also das, ich war ja mal mit Anja, glaube ich, das war ganz spät, Ende Mai war das schon. Und da war hier richtig Kapelle, ne? Da war hier richtig Invasion. Ne? Also der Mai ist eigentlich noch ein guter Monat, obwohl viele Sachen natürlich auch wegen Schnee und so Gedöns gesperrt sind. Ne? Aber Invasion ist hier nicht, auch West Yellowstone, verdammt leer. Na gut, abends wuseln sie natürlich alle rum, weil die ganzen Fregels, die ganzen Chinesen und das fast überwiegend nur Chinesen, Asiaten, ja, die rennen in irgendwelche, da haben sie sich in West Yellowstone auch schon spezialisiert, da haben sie sogar schon China-Laden aufgemacht, so ein China-Restaurant, ne? Ja, da stürmen sie natürlich alle rein, ja, da kennen sie ja, ne? Und dann hauen sich da ihr Sushi oder ich weiß nicht, dann hauen sich da mit Stäbchen da ihr Reis rein, ne? Und andere Sachen hier und geschnetzeltes China-Kram. Immer reinschaufeln. Ne? Und wahrscheinlich auch ein Schweinegeld. Ne? Die werden hier richtig abgezockt. Ne? Die Asiaten. Ich kann ja da nachher mal hingehen. Ich will nämlich vielleicht nachher dann, wenn ich mir noch was hole in den Supermarkt. Und gegenüber ist nämlich, vielleicht haben sie die Karte draußen hängen. Da kann ich immer ein Auge werfen. Gefährlich wird es, wenn sie keine Karte draußen hängen haben. Weil dann sind die so teuer, dass sie sich das nicht trauen. Ne? Und so nach dem Motto, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja auch essen. Ne? Schlecken. So. Muss ich mir bloß noch eine Ecke suchen. Wo ich hier. Ja, guck mal hier. Ja, toll. Ich bin immer noch verschnoddert. Immer wenn ich in Amerika bin, bin ich verschnoddert. Ne? Da ist meine Nase zu. Ne? So, warte mal. Hier kann ich irgendwo links rein. Das mache ich auch. So, und hier ist keiner. Das ist sehr schön. Scheiße, da kommt jemand. Oh, und ich wollte hier hinlullern. Fuck. Vielleicht haut er ja nachher ab. Das stellt selbst fest Kacke hier, ne? So, guckt euch das mal an. Was für eine fantastische Aussicht, ne? Erstaunt ihr, ne? Ich auch. Das ist aber auch nur jetzt so ein Nordausläufer, glaube ich, vom Yellowstone Lake. Ja, das ist nur so eine Zunge hier. Der richtige Lake kommt erst noch. Das ist hier nur so ein Mini-Lake, ne? Den mache ich gleich größer, indem ich da einfach hinpiesel. So, piesche einfach hin. Gehe ich da unten hin und dann Schlag am Haken, ne? So, Freunde, das ist der Pumice Point, heißt das hier. Pumice Point. Seht ihr das? Ist wieder ein Point. Pumice Point. Pumice. Das ist der Pumice Point. Das müsste eigentlich Pisa Point heißen, Freunde. Das ist der berühmte Pisa Point. Wo der große Perle Wasser gelassen hat. Den Lake so ein bisschen. Den will ich jetzt wegschmelzen. Also, wenn ihr jetzt, hier seht ihr ja noch das ganze Eis, ne? Das ist gleich weg. So, bevor ich noch mehr Unsinn erzähle, ich höre es auf. Tschüss, ne? Aber ihr merkt, ich habe Spaß. Es kommt doch schon wieder einer. Scheiße. Oh Mann. Ja, das ist immer gefährlich, wenn man hier mit dem Auto steht. Das lockt dann immer andere Autos an, ne? So nach dem Motto, da gibt es bestimmt was zu sehen. Ja, was ist hier? Ist ja gar nichts, ne? Da noch stehen, scheiße. Ich bin mir gleich in die Hose, ne? Wenn das nur Mag ist das egal, aber wenn eine ganze Family drin ist, dann jauche ich ja nicht hin, ne? Ich warte einfach, bis die abhauen. Ach, das steigt doch mal aus, scheiße. Das alleine ist ein Magger. Ich mach mal aus, ne? Ich piss jetzt hier hin, ist mir egal. Tschüss. Arrivederci. So, hier kann man auch mal ungefähr sehen. Ja, also der Lake Yellowstone, den habe ich eisfrei gemacht, den habe ich freigepischt. Hier kann man mal sehen, was hier so noch an Restschnee ist. Das ist ja unglaublich. Wir haben heute den 16. Mai. Was hier an Schnee runterkommen muss im Winter. Ich würde das mal an. Das taut natürlich jetzt wie verrückt. Ne? Und das ist ja auch schon eine ganze Masse weggetaut. Ne? Aber wenn es hier schneit, dann richtig. Zeigen. Dass hier richtig, richtig viel Schnee fällt im Winter. Kein Wunder, dass
Bestialluston sozusagen die Bordsteine hochklappt, die ja dann nicht mehr im Schnee zu sehen sind im November, wenn es hier richtig abgeht, ne? Von November bis April. Vor 3 Wochen hat das hier noch geschneit, ne? Ja, heftig, ne? Aber viele schon weggetaut. Aber man kann es ungefähr erahnen, wenn ihr euch mal diese riesen Berge hier anguckt, wo da ungefähr der Wasserstand war und der Schneestand. Und da haben sie überall diese Stangen hier in die Seiten reingerammt. Die werden ja im Sommer weggenommen, diese Stangen. Ne? Die sind ja nur zu gucken, wo die Straße eigentlich mal längs lief, ne? Unter dem Schnee. Ne? Also 3 Meter hoch sind die garantiert. Ne? Ja, da staunt ihr, ne? Ja. So, jetzt wird es hier wieder weniger oder wie auch immer. Mal gucken, was jetzt hinter dieser Kurve kommt. Also ich bin jetzt noch 10 Meilen vom Old Faithful entfernt. Ja, den will ich mir natürlich nicht nochmal angucken, ne? Das ist ja Quatsch. Vor allem bei so einem Dreckwetter. Guck mal hier, da hinten sind nämlich schon ganz, ganz dunkle Regenwolken. Ich wette fast, heute Nacht gibt das richtig, richtig Regen oder Schnee. Könnte durchaus noch als Schnee runterkommen, weil wir ja nachts Frost haben, ne? Ja, tassüber wird es regnen, ist klar. Aber wenn es nachts, könnte es durchaus Schnee geben. Ja, hier wird es weniger. Jetzt gehe ich auch wieder tierisch runter, höhenseitig. Also wird das jetzt hier immer weniger. Ja. Habe ich wieder einen wegvisualisiert, ne? So, jetzt muss ich mich ein bisschen auf die Straße konzentrieren. Aber ich kann trotzdem weiter sabbeln, wenn ich noch was zu sabbeln habe. Aber so richtig was zu sabbeln habe ich eigentlich nicht mehr. Nö. Jetzt mache ich mich auf den Weg zum Ausgang. Jetzt ist das nämlich auch 10 nach 5. Also mit meiner Planung, dass ich um 6 den Park verlasse, bin ich, glaube ich, ganz richtig von der Schätzung her. Also hier muss man echt Zeit einplanen für alles. Ne? Deswegen also 3 Tage Minimum und man hat noch nicht annähernd alles gesehen, sondern nur so die wichtigsten Sachen. Ne? Die meisten Leute, ich habe heute auch wieder mit vielen Leuten gesabbelt, die sind immer so eine Woche hier, die ganze Woche. Das wäre mir persönlich ein bisschen viel. Naja klar, die wollen natürlich auch Tiere beobachten und sowas. Ne? Und da braucht man dann auch Zeit, wie diese Spacken hier, die ich ja fotografiere. Ich kann sie ja euch ja nochmal zeigen. Die hier. Die da auf die Bärenmutter mit den 3 Jungen gewartet hat. Die sitzen da teilweise 6 Stunden auf ihren klappbaren Angelhockern, hauen sich da einen Kaffee oder einen Tee nach dem anderen rein und hoffen, dass der Bär mit den Jungen dann mal irgendwann rauskommt, da mit ihren Mörderobjektiven. Das sind ja manchmal, habe ich auch so das Gefühl, das sind keine normalen Hobbyfotografen mehr, das sind so Bezahlfotografen. Ne? Die schießen da ihre Fotos und dann verticken sie die. Ne? Ihre einmaligen Fotos. Ja. Also hier laufen viele, viele Profis rum. Und die können sich das dann auch erlauben. Es ist aber auch jede Menge Schnee hier. Die Straße ist nass an einigen Stellen, wie ihr seht. Weil nicht, weil es geregnet hat, sondern weil es taut. Jo. Ja, der Wasserfall am Grand Canyon des Yellowstones, also ist natürlich auch genial gewesen. Da ist ja richtig Wasser runtergedonnert und rechts und links noch Eis und Schnee. Aber viele Wanderwege, die waren gar nicht passierbar, weil da so Schnee lag. Ne? Also das ist das Problem dieses Jahr. Alles dicht hier. Auch viele Highlights, die interessant sind, die sind geschlossen, auch die Paintpots, die sind geschlossen wegen Schnee. Ne? Da kann man machen, was man will. Ich habe mir das mal angeguckt. Also so wie hier, bloß nicht geräumt. Da kommt man also mit dem Auto nicht durch. Ne? Da muss man noch so 14 Tage, 3 Wochen warten, bis das befahrbar wird. Ne? Ja, da machen sie gerade Knipserchen. Ja, wegen dem Schnee hier. Ne? Ja, schon lustig, ne? Gucke hier, ist bald Juni, und gucke hier durch Schnee, ne? Rechts und links, ne? Ja, meine Planung war auch neben Portland, da bin ich auch stehen geblieben.
neben Portland war auch noch eine Idee, Mount St. Helens, der liegt natürlich sehr weit oben, das ist ja schon was Washington, glaube ich, ne? Bundesstaat Washington. Mount St. Helens könnte man noch mitnehmen. Und was ich auch auf dem Zettel hatte, war der Crater Lake. Ja, der Crater Lake ist genau das gleiche Problem wie hier. Super hoch gelegen. Und bis Juni rein das meiste gesperrt wegen Schnee, ne? Straße kaputt. Ja, und bis Juni rein wegen Schnee gesperrt. Aber da kann ich nochmal googeln, ob das jetzt wieder die Situation ist, ne? Im Internet. Die Straßen sind, die sind heftig im Arsch, ne? Ja, da geht jetzt hier kürze das große Reparieren los, ne? Große Straßen flicken, ne? Ich fahre auch ein bisschen, heißen Stiefel hier. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja. Schaut es euch nochmal an, da kommen gleich nochmal ein paar lustige Schlaglöcher. Und Bodenwellen und die ganze Straße hat sich verknallt. Ja, da haben die Asphalt-Cowboys jede Menge zu tun, um das alles wieder zu flicken. Wenn sie fertig sind, kommt der nächste Winter. Ist wieder alles ein Arsch, ne? Ja, klar. Ritzen hier überall, da läuft das Wasser rein, dann gibt das wieder Frost, dann taut das wieder an, dann gibt es wieder Frost. Und so zerlegt sich dann nachher Stück für Stück die Straße, ne? Wird dann weggesprengt. Ja, jetzt habe ich auch weiter nichts zu erzählen. Also, wenn ich noch was erzähle, dann wird das nachher unsinnig, ne? Und es ist schon unsinnig genug, was ich hier die ganze Zeit zappel, ne? So, meine Freunde. Ich sage Arrivederci, hasta mañana. Ich verlasse jetzt den Yellowstone. Mein Yellowstone-Abenteuer ist jetzt beendet. Ja, war aber schön. Schöne drei Tage gehabt. Beim heutigen Tag war ich mir nicht ganz so sicher, ob der so schön wird. Aber auch wieder toll da mit den Grizzlies und mit meinem Norris-Basin. Das war klasse. Und wo das dann nachher aufgerissen ist, dieser ganze Wolkenteppich. Da war das richtig schön. Jetzt bin ich jetzt mit zwei Jacken rumgerannt, mit der Jacke und mit meiner dicken Fließjacke. Und die dicke Fließjacke habe ich nach Hause gezogen. Das wurde mir zu heiß, ne? Das wurde mir zu warm. Da kam ich richtig auf Betriebstemperatur. Ne? Ja, wenn die Sonne draußen ist, ist es echt, wird's warm. Aber hier auf die Straße, guck dir die Straße mal an. Überall schlagt euch alles kaputt da drüben. Ne? Hier auch jetzt gleich. So. Hier auch. Überall Löcher in der Straße, aber es sind nur kleine Löcher. Da hatte ich gestern schon größere Löcher. Ja. Und ruppig manchmal an einigen Stellen, Sprungschanzen technisch. Aber noch intakt, ne? Das ist das Allerwichtigste. So. Tschüss. Meine lieben Freunde, das soll es gewesen sein. Genug Videorisiert. Bye, bye.